Party zu unserem neuen Stream möchte ich euch begrüßen. Der Football Manager 20, die erste Augsburg Story. Es ist die zweite Staffel, die dritte Folge. Wir haben den 2. März und ich bin eigentlich hundemüde. Aber da ich jetzt die Serie nicht reißen lassen möchte, der Tage in Folge, wo ich gestreamt habe, dachte ich mir, okay, jetzt muss das irgendwie durchziehen, wenigstens eine Stunde oder so oder eine Dreiviertelstunde. Mehr, glaube ich, geht heute nicht. War ein anstrengender Tag, musste heute natürlich wieder arbeiten. Nach ein paar Tagen, wo ich frei hatte. Und ja, das war zu viel für mich. Dann war ich noch mit dem Fußballtraining mit meinen Zwergen. Und dieses vermaledeite Twitch-Affiliate funktioniert auch nicht. Ich kann mich da irgendwie nicht anmelden. Bei der Auszahlungsmethode hängt das Teil jetzt schon eine Woche. Ich meine nicht, dass ich jetzt von diesen 1,50 € abhängig bin, aber es geht nicht. Es geht nicht. Aber gut, egal. Jetzt machen wir mal weiter. Was ist passiert? Wir sind nach 3 Spieltagen ganz gut mit dabei. 2 Unentschieden, ein Sieg. Das macht summa summarum 5 Punkte. Und damit können wir ganz gut leben. Jetzt ist dann das Transferfenster. Also der 31. August. Dortmund gegen Bayern, das ist der Klassiker. Und ich möchte mal schauen, was sich da noch tut. Dann werden wir bis zum nächsten Spiel simulieren, welches allerdings erst in 14 Tagen ist, da dazwischen eine Länderspielreise stattfindet. Und ich möchte jetzt wenigstens die Zeit bis dahin überbrücken, ein bisschen quatschen. Und dann soll es für heute gut sein. Damit hinken wir zwar unserem Zeitplan hinterher, denn eigentlich wollte ich am Freitag oder am Samstag die zweite Saison abschließen. Das wird bei diesem wahnsinnigen Tempo nicht klappen. Ich werde wohl, ja, befürchte fast bis Sonntag oder so oder sogar Montag brauchen. Und Dortmund Bayern also 0 zu 0. Dortmund damit 15., Bayern 13. Hat ja auch keiner gedacht. Aber ja, schneller ging es nicht, schneller geht es nicht. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Morgen steigt das DFB-Pokalspiel Schalke gegen Bayern. Da bin ich sehr gespannt, was sich mit der Person Hopp ergeben wird, ob es da neue provozierte ja, Spielerbrüche vielleicht sogar geben wird. Ich weiß es nicht. Könnte spannend werden. Ich glaube jedenfalls, dass sich die Fans da, die vermeintlichen Fans, da nicht ja, zurückhalten werden und es wird was passieren. Was das sein wird, wird man sehen. Aber die Diskussion im Internet finde ich auch ganz spannend. Schwarzes Gold. Kaffee. Kaffee um 23 Uhr abends ist auch sehr geschickt. Aber wurscht. Ja, die Fans, die sich auf den Joachim, eigentlich Joachim, Joachim Hopp war mal ein Duisburger Spieler, auf den Dietmar Hopp eingeschossen haben. Da wird ja als Argument immer gebracht, das Thema ja, die Ausländerfeindlichkeit, was ja da teilweise passiert, die Beschimpfungen, die im Stadion generell, sowie einige Fans sagen, dazugehören. Ist ein heißes Thema. Irgendwie kann man beide Seiten so ein bisschen verstehen. Es wird alles ein bisschen hochgekocht jetzt. Und keiner will nachgeben, keiner wird nachgeben. Oh, Cordoba hat das Training verpasst. Na, nehmen wir mal teil. Geldstrafe von einem halben Wochengehalt. Wir haben noch genug Geld, um noch den einen oder anderen Transfer zu machen. Ja, es läuft gut. Die Saison. Erstes Spiel gegen Hoffenheim 1-1. Zweites Spiel gegen Freiburg haben wir 4-3 gewonnen. Wobei da waren wir 4-1 vorne. Das dritte Spiel dann gegen Paderborn. Es war ein 1-1. Wir sind aber im Rückstand hinterhergelaufen.
auch nur in Anführungszeichen Zwölfter. Die haben jetzt in drei Spielen zweimal unentschieden, einmal verloren. Also, das war nicht das glorreichste Spiel, wo wir gezeigt haben. Trotzdem bin ich der Meinung, die Mannschaft hat sich bisher gut verkauft. Haben alle gemeldet, alle Spieler, oder? Oh, Nils Petersen hat sich gegen uns entschieden und für den ersten FC Köln. Schade. Frankfurt macht ein Angebot für Max. Das lehnen wir ab. Framberger. Der möchte hier weg. Ein verhandelbares Angebot, das ist okay. Wir werden jetzt trotzdem mal auf die Transferliste schauen. Im Prinzip will ich ja noch einen Stürmer holen. Wie man hier sieht, aktuell haben wir nur 2,7 Millionen ausgegeben und 3,5 Millionen eingenommen. Das heißt, ein bisschen was hätten wir noch, wobei da ein paar Laien dabei sind. Ich lasse mir jetzt mal vom Sportdirektor einen Stürmer vorschlagen. Stoßstürmer klingt immer gut. Player von Borussia Mönchengladbach. Allerdings kostet der 8,75 Millionen, den kann man uns nicht leisten. Thasos Donis können wir uns auch nicht leisten. Der kostet 3,8. Ja, und Lucas Alario mit 8,5 Millionen können wir auch vergessen. Das! Hallo! Wie geht es dir? Der Lars ist da. Und heute bin ich so müde. Leg mir gleich da Kopfhörer aus dem Ohr. So, das war nix. Ja, ich bin hundemüde heute irgendwie. Ich hatte jetzt eine Woche frei und musste jetzt heute wieder arbeiten. War das anstrengend. Dann hatte ich Training mit meinen Zwergen. Musste dummerweise noch selber mitspielen, weil wir irgendwie zu wenig waren, dass es aufgeht. Und ja, Nachmittag war, als ich eigentlich Homeoffice hatte und mir manchmal ein bisschen eine Stunde Schlaf gönne vielleicht. Da war Besuch da, da hat der Zwerg Besuch gehabt. Also es war irgendwie chaotisch heute. Halt. Lars Stindl. Die sind allzu teuer. Können wir uns nicht leisten. Deswegen werde ich jetzt auch nur versuchen, das Transferfenster hier ein bisschen zu handeln. Und dann glaube ich, werde ich mich hinlegen. Wahrscheinlich wird es dann so laufen, dass ich mir wieder irgendeinen Film einschalte und dann die nächsten 2 Stunden so im Halbschlaf auf der Couch liege. Ups. So, da. Jetzt sortieren wir mal nach dem Wert durch. Puh. So viel Geld haben wir doch nicht. Haben wir gerade 2 Millionen. Offensives Mittelfeld rechts. Claudio Morra. Ein pressender Stürmer. Oder der Klaus. Ja, der Klaus aus Italien.
Immerhin ein 81er. Das macht gar nichts, Lars. Ich bin heute auch ein bisschen redefauler. Ist ja auch schon mitten in der Nacht. Ich versuche hier mal einfach nur diesen Spieler zu verpflichten. Oder irgendeinen anderen Stürmer. Und dann habe ich immer noch ein Problem mit diesem blöden Twitch-Affiliate. Das funktioniert nämlich nicht, wie ich mir das vorstelle. Ja, wir Nachtmenschen, genau. Eigentlich bin ich schon ein Nachtmensch, aber naja. Mein Gott. Eingeschlafen beim Reden. Was 250.000 verdient er nur? Nur ist gut. 250.000 ist ein Haufen Ocken. Da stürzt mir doch glatt der Stream vollkommen zusammen. Hatte ich jetzt lange nicht mehr. Heute nicht mein Tag. 8 Millionen, die spinnen ja wohl. So, jetzt will ich mal schauen. Was hat denn der FC Bayern? Alfonso Davies. Es ist doch alles nix. Bayern auf 13, ja, stimmt. Bayern 13, Dortmund auf 15, glaube ich. Dortmund auf 15, genau. Ja, mal sehen, was morgen passiert. In Schalke. Auf Schalke. Ich lasse es jetzt so. Finde hier keinen Spieler. Bist du zufällig Affiliate bei Twitch, Lars? Habt ihr Probleme mit der Registrierung? Komme nicht wirklich weiter. Grigoric. Tapigas. Der geht ja gar nicht. Oh, okay. Mit Hopp, genau, das war bei Duisburg war auch was. Ich bin ja noch ein bisschen Duisburg-Fan nebenbei. In Meppen, glaube ich, hat Uli gespielt, dann war auch was, ja. Würde das Follow nicht zu danken. Gerne, gerne. Stimmt, ich habe bei dir auf dem Kanal nachgesehen, da waren keine aktiven oder keine alten Streams zu sehen. Genau so war es. Framberger, weg ist er.
Ja, ich lade die Streams auch immer dann noch auf YouTube hoch, wobei also generell mein YouTube-Kanal sehr überschaubar ist. Ich habe zwar über 500 Videos drauf, allerdings qualitativ habe ich früher eigentlich immer nur, wenn ich ein Let's Play aufgezeichnet habe, quasi aufgezeichnet alles und hochgeladen, ohne irgendwie zu bearbeiten, ohne irgendwie zu rendern oder sowas. Das war vielleicht auch ein bisschen blöd. Aber habe jetzt 124 Follower auf YouTube und zieht auch nicht wirklich. Wie lasst du denn? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich schau gleich mal nach. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie leckt das heute. Leckt. Oder ich rede zu undeutlich. Ich muss mich mehr konzentrieren. Ich wollte wissen, wie viele Follower du auf YouTube hast, aber ich schaue gerade selber nach. Wobei eigentlich mir vor 11 Minuten, sonst komisch. Irgendwie hat meine Internetverbindung die solche. Ach ja, ich habe dich gerade gefunden. Genau, ich bin ja auch schon bei dir drauf. Ich habe dir ja auch schon ein Follow mal da gelassen. Falsch geklickt. Falsch geklickt. Corona in meiner Leitung, ja genau. Nee, ich habe immer Probleme mit der. Also eigentlich habe ich eine super schnelle Internetleitung. Wenn ich den Speedtest mache, das passt auch. Also Upload ist auch über 30 MB oder 35 sogar. Aber ich habe immer wieder diese Probleme mit der, dass die Bitrate irgendwie abkackt. Also das läuft gut. Halbe Stunde, teilweise auch tagelang gut. Und dann sind wieder Tage drin, wo permanent die Bitrate nach unten abstürzt. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Habe heute schon zum Thema, oder habe ich einen Telekom-Techniker in seinem Auto sitzen sehen, hier in der Nähe, als ich zu Fuß unterwegs war. Und dann habe ich den zugetextet. Der fand das auch sehr toll in seiner Mittagspause, dass er mit mir reden musste. Und hat dann aber auch gemeint, kann er so jetzt nicht sagen. Könnte ja in irgendwelchen externen Einflüssen liegen, die Telefondose könnte kaputt sein. Hast du ähnliche Probleme gehabt, oder? Oder hast du ähnliche Probleme? Also, es ist. Bei mir ging das. Also, ich habe mit dem Streamen eigentlich vor einem Jahr angefangen. Oder wollte ich damals anfangen. Da war die WLAN-Leitung, also dadurch, dass ich im Keller das Büro habe oder die PCs im Keller habe,
war es nur über WLAN blöd. Hat nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich mal gedacht, okay, dann kaufe ich mir dieses WLAN über die Steckdose und bin quasi vom Router, also von der Fritzbox, in diese WLAN-Steckdose rein und bin dann runtergegangen. Gehe hier von hier dann mit einem Kabel in die Datendose rein. Aber trotzdem, es kackt einfach immer wieder ab und ich krieg's nicht hin. Weiß auch nicht, was ich noch machen soll. Mein Herr von der Telekom hat auch gemeint, sie können es schon einmal durchmessen, aber das ist halt dann die Momentaufnahme. Und wenn es da halt gerade läuft, ja. Ich schaue gerade auf deiner Videoseite. Dungeon Keeper. Crash Twin Sanity. Das kenne ich ja gar nicht. Ja, irgendwie kriege ich auch die ganze knapp 200.000 Aufrufe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na, ich krieg das Aufnehmen zurzeit gar nicht hin. Hab gestern ein bisschen aufgenommen und müsste jetzt eigentlich rendern oder müsste beziehungsweise noch eine Abschlussaufnahme dazu machen. Aber irgendwie funktioniert das alles gerade nicht so. Finde ich toll. Also, so viele auf YouTube. Wobei, gemacht habe ich irgendwie das erste Let's Play-Video, war 2015, glaube ich. Wobei das aber mal richtig kacke war. War ein Football Manager, ich glaube der Football Manager 15 damals oder so. Und da hatte ich noch einen alten PC. Das heißt, das Ding hat sowieso schon geruckelt wie Sau. Und ja, die Aufnahme war eine Katastrophe. Allerdings habe ich dann halt immer wieder so Momente oder Monate, wo ich überhaupt nichts hochgeladen habe. Nein! Und jetzt echt die Ausstiegsklausel. Ich muss mal ein Video mal von dir ansehen. Stimmqualität, ich meine, meine ist auch eine Katastrophe. stark. Keinen Tag, wo du kein Video gemacht hast. Das finde ich toll. Ich bin ja bei uns sogar, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich bin ja sogar der Ansager oder der Moderator bei unseren Fußballturnieren immer. Und war mal sogar Stadionsprecher bei unseren Bayernliga-Damen, als die mal ein Jahr in der Bayernliga gespielt haben. Das habe ich dann aber aufgehört, weil es zeitlich irgendwie nicht machbar war. Aber ich finde meine Stimme Katastrophe. Ja, mit diesen, weil du schreibst auf deiner Seite, du spielst Spiele,
die nicht so häufig gespielt werden oder gar nicht gespielt werden. Das habe ich auch gemacht oder mache ich eigentlich immer noch manchmal. Wobei das schon frustrierend ist, finde ich, wenn du ein Video bringst. Also, ich habe zum Beispiel mit meinen Eishockey-Managern oder sowas, die ich da zocke, das sind bei mir halt reine Textmanager. Also, da gibt es eigentlich keine bewegten Bilder. Wobei es da auch eine Szene im Internet gibt. Also, ich bin ja da auch schon lange aktiv. Und ja, ist aber trotzdem frustrierend, wenn du dann ein Video hochlädst und halt wirklich nur 2 Klicks oder sowas hast. Das ist dann schon ein bisschen. Haben die jetzt mir tatsächlich meinen Gregoritsch weggekauft oder wie? Meist aufgerufenes Video ist von einem Box-Simulator. Muss man sich mal geben. Und zwar Titel Bout Championship Boxing. Das Spiel ist eigentlich eine Katastrophe. Also, was heißt die Katastrophe? Es ist schon ganz cool eigentlich, mir gefällt es, aber ich glaube, ich bin aber so ziemlich der Einzige auf der Welt, dem das gefällt. Hat aber komischerweise immer wieder Aufrufe, weil es da eigentlich nichts Vergleichbares gibt. Mei, mei, mei. Das ist natürlich saublöd. Das ist mein Gregoritsch weg. Ja, wobei man schon immer denkt, wenn du auch Spiele bringst, die halt nicht so bekannt sind. Also jetzt bestes Beispiel auch der Baseball Manager, Out of the Park Baseball. Gibt es im Internet Webseiten drüber, da sind bestimmt 50.000 Leute angemeldet. Wird bei Twitch so gut wie gar nicht gestreamt. Jetzt hängt er wieder, oder wie? Nee, doch nicht. Wird bei Twitch so gut wie gar nicht gestreamt. Da sind mal 5 Leute, die dieses Spiel streamen. Oder wenn einer streamt, dann hast du 5 Zuschauer. Das verstehe ich nicht. Also irgendwie. Ja. Oh, zu lange Nachricht. Ja, aber ich, also da steht halt, dass ich Spiele spiele, die ich eher selten oder gar nicht gespielt habe. Nein, ich meinte das, oder hast du mich jetzt gar nicht missverstanden? Ach so, ach, jetzt. Okay, ich nehme alles zurück. Ist schon spät. Jetzt habe ich es kapiert.
Oh, Gregoritsch hat den Vertrag abgelehnt. Was ist dein Lieblingsgenre? Also Dungeon Keeper oder was war das da gerade alles? Hast du oder spielst du generell alles, was dich irgendwie interessiert? Neuer Vertrag, neuer Vertrag. Max, zufrieden. Strategie, ja. Ich habe jetzt mal eine Zeit lang am Handy Civilization gespielt. Finde ich geil. Hat mir auch gut gefallen. Habe ich früher mal gespielt. Ich glaube, ich habe irgendwie noch hier in meinem Schrank, keine Ahnung, eine Uralt-Version oder naja, nicht unbedingt gerade DOS-Version, aber eine uralte Version stehen. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich würde auch gern mal dieses Stellaris spielen. Ist ja auch im Forum, Quatsch, im Forum auf Twitter habe ich da immer was gelesen. Das wäre auch sowas, aber die Frage ist halt immer wann. Cool. Ja, da eben bei Twitter schreibt ja immer einer vom Wolf-Clan, der da immer was drüber berichtet. Es würde mich schon reizen. Irgendeiner zum Beispiel, der streamt gerade, sage ich schon, der macht gerade ein Let's Play von Commandos. Commandos 2. Irgendwie gibt es da, glaube ich, auch eine Version, die jetzt irgendwie quasi auf den aktuellen PCs läuft. Das wäre zum Beispiel auch mal wieder cool. Commandos habe ich geliebt früher. Braemyn. Drei plus, naja. Kommandos war so ein Spiel. Warte mal schnell. Hilfe. Er würgt. So, wie man es gehört hat, habe ich jetzt ungefähr 75 DVDs runtergeschmissen. Aber ich habe Kommandos gefunden. Kommandos 3, sieht man das jetzt so? Scheiße, sieht man nicht. Kommandos 3. Das ist sogar ein Sonderding. Destination Berlin ist der dritte Teil der legendären Kommandos-Reihe. Du musst im Prinzip deine Mannschaft einsetzen. Also du hast so eine Sondereinheit und musst bestimmte Aufgaben lösen, also quasi irgendwelche Leute befreien, irgendwelche Gefangenen befreien oder so eine Bergstation einnehmen. Und jeder von deinen Leuten, von deinem Kommando eben, hat so eine Sonder oder so eine Sonderfunktion, wo er machen kann. Der eine kann sich einbuddeln, der andere kann sich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, irgendwo hochklettern oder sowas dann. Und im Prinzip musst du dir immer anschauen, wie die Wachsoldaten laufen oder wie die gegnerischen Soldaten laufen. Und dann halt da reagieren und sagen, jetzt habe ich da 5 Sekunden Zeit und dann die Figur reinlaufen lassen. Und das dann machen. Ist noch original verpackt. Also da ist noch die Folie drauf. Faszinierend.
Aber es ist ein Europreis schon. Jetzt muss ich ja leider das Büro aufräumen, weil ich jetzt echt das ganze Regal abgeräumt habe. Du hast Command and Conquer. Das habe ich auch gezockt früher. Allerdings die erste Teil oder irgend sowas. Ich habe noch einige Spiele hier im Regal stehen, die wirklich noch original verpackt sind. Jetzt war es gerade wieder so. Jetzt ist gerade wieder die Bitrate abgestürzt. Ja, Tiberium-Konflikt war es, genau. Jetzt war gerade wieder meine Bitrate im Keller. Und da könnte ich mich so aufregen. Tiberium-Konflikt war mit den ganzen Videos, oder? Wo, also die mit vielen Videoeinspielungen. So, den Daniel Bayer kritisieren wir natürlich nicht. Ja, es würde schon viele Spiele geben, die ich gerne spielen würde. Aber dann müsste ich Vollzeitspieler werden. Ich habe nur das erste damals, das war schon Tiberium-Konflikt. Müsste ich hier auch noch irgendwo stehen haben. Oh Gott. Oh, wir haben 5 Zuschauer. Wahnsinn. Das läuft. Man soll sich ja eine Fangemeinde aufbauen, wo die Zuschauer kommen und schauen, egal was man spielt, habe ich gelesen oder gehört. Tiberium-Konflikt, Alarmstufe Rotbrennige, Tiberian Sun. Ja, stimmt, aber das erste Tiberium-Konflikt, das ist doch schon ewig her, oder? Das ist doch bestimmt, würde ich jetzt sagen, 20 Jahre, oder? Ungefähr, oder noch länger. Ich meine, ich könnte es auch googeln, aber. So, also, mein Freund ist geblieben, weil er sich nicht um einen Vertrag einigen konnte. Ich Gregoritsch Vertrag jetzt verringere. Oh. 31 Millionen, okay. Ha. 25 Jahre, alter Schwede.
Nein! Komm nicht weiter! Bist du hier anpassen? Scheibenkleister. Das war nix. Keine Vertragsverlängerung mit dem Gregoritsch. Zumindest jetzt noch nicht. 25 Jahre 1995, oh mein, oh mein. Da war er noch voll im Saft. Total voll im Saft. Das war das Prämienspiel, wir jetzt noch machen. Vierter Spieltag. Dann geht der Papa schlafen. Es war ja heute schon wieder alles gut. Jetzt gut, eine Viertelstunde muss ich. Meine Frau hätte eigentlich heute gar nicht da sein sollen, war dann aber doch da und hat mich abgehalten. Ich werde mir morgen deinen Kanal mal genauer ansehen, lieber Lars. Da sind, glaube ich, einige sehr interessante Sachen drauf. Bei mir ist es ja rein oder fast rein auf Sportspiele ausgerichtet. Baseball-Manager, eben Fußball-Manager, Eishockey-Manager, Basketball-Manager. Und dazwischen habe ich mal Half-Life gezockt, aber auch nicht ganz durch. Und Fitnesstrainer, okay. Das ist toll. Und den Euro Truck Simulator habe ich mal gezockt. Ja, auf jeden Fall mache ich das morgen. So, Brayman. Werder Brayman. Wo waren die letztes Jahr? Die waren 14. Aber immer noch mit dem Florian Kohlfeldt. Ich könnte jetzt wieder sagen, dass ich von ihm eigentlich sehr viel halte, aber wie lange wird er noch bleiben in Bremen? Millionen Bittencourt. Da wollte ich hin. Ja, gut, viel gespielt hat er nicht. Harnik. Tja. Bremen ist 14 da. Da sollten wir doch eine gute Chance. Vor allem da uns ja jetzt doch kein Spieler mehr. Weil ich mir notiere, Max plus Gregoritsch Vertrag. Ausstiegsklausel. Ja, Bremen. Wobei man immer noch vorstellen könnte, dass die es da unten rausschaffen, weil er ja eigentlich gut ist. Also da, was sie in der Winterpause geholt haben, an Vogt zum Beispiel, also zur Stabilität von der Abwehr eigentlich da, oder auf jeden Fall sollte das passen. Und der Kohlfeldt eben, glaube ich, auch ein guter Trainer ist. Sympathischer Trainer auch. Aber naja, die Punkte, wenn man halt nicht macht. Wobei für mich als Augsburger Fan natürlich wäre es gut, wenn Bremen unten drin bleibt. Aber auch im Augsburger Forum geht man davon aus, dass Bremen es noch rausschafft aus dem untersten Tabellendrittel.
und unter Umständen der FC Augsburg reinrückt. So, sind jetzt eigentlich alle wieder fit. Wir sind noch auf Länderspielreise. Bisher wenig überzeugend der Grützo. Die Fibokalspiel, ja, ist möglich. Das kann sein. Ja, es ist halt. Letztes Jahr waren die so gut. Und da hat jeder gemeint, jetzt machen sie den nächsten Schritt. Aber dem sollte nicht so sein. Aber gut, noch haben wir ja ein bisschen Zeit während der Saison. Ich weiß gar nicht mehr, das Spiel, was war denn da? War das nicht mit dem Ab. Ne, Abseits zwar, nee, oder? Irgendwie kann mich zwar noch so vage dran erinnern, aber was da genau vorgefallen ist, könnte ich jetzt gar nicht wiedergeben. Wahrscheinlich haben die Bayern wieder Dusel gehabt. Oder der Schiedsrichter. So, noch 3 Tage. Stimmt, irgendwas im Elfmeter, genau. Ja, morgen Schalke, Bayern Schalke. Bin ja auch gespannt. Jetzt mal unabhängig von den Hop, von der Hop-Aktion, aber Hernandez verletzt, Boateng verletzt oder nicht verletzt, krank. So, die bisherigen Spiele. Ein 3 zu 0 für uns und ein 1 zu 0 für Bremen. Okay. Erste Spielerpro, ja, aber ich bin mir sicher, was man da in den Foren liest, die werden das weiter durchziehen. Also Einsicht ist da nicht wirklich da. Noch 11:45. Frankfurt gegen Dortmund, der 16. gegen den 15. Was für eine Partie. Dortmund jetzt 16. Wahnsinn. Wer trainiert die? Weiß wieder nicht mehr.
Roger Schmidt, aber nicht mehr lange, befürchte ich. Ja, jetzt aber, Herr Bayer. Nee, jetzt speichert er noch. Haben wir doch die Stunde fast voll bekommen. Mir tut übrigens alles weh, da ich ja heute bei meinem Neunjährigen mittrainieren durfte, musste, sollte und einen kleinen Sturz im Training hatte. Ein heftiger Aufschlag. So, jetzt hier noch einen Tag und dann. Ja, vielleicht verreist Schalke ja morgen was. Vielleicht ist es für die Bayern jetzt vielleicht mal gar nicht schlecht. Suarez könnte 45 Minuten spielen. So. So, mal sehen. Ja, vor allem, wenn du in meiner Gewichtsklasse auf den Hallenboden schlägst. Das war wieder ein Grund, wo ich mir dachte, ich sollte jetzt doch endlich abnehmen. So, damit steigt das Spiel, der vierte Spieltag. Gegen Werder Bremen. Prozent ausgelassene Frames. Schrecklich heute. Muss das Wetter sein. Zeigt den Fans ein gutes Spiel. Ach, so schöner Rasen. So, es wäre schön, wenn wir mal nicht einem Rückstand hinterherlaufen würden. Aber diesmal Kubik. Gut gehalten.
Nein. Fast. Nein, doch. Oh. Jo, lade hoch. Das werde ich nachher auch noch machen. Ich lasse es immer über Nacht laufen dann. Halbzeit. Kempe, das ist jetzt ja blöd. Wann will er jetzt raus? Saisonpremiere für Luis Suarez. Suarez. Aber nicht der Suarez. Ist eine super Situation. Tja, Scheibenkleister. War abgefälscht, oder? Nein, wir verlieren die erste Saisonniederlage. Buh, schade. Paderborn auch verloren gegen Hannover. So, die Pressekonferenz mache ich jetzt noch und dann werde ich ins Bettchen gehen. Drei Zuschauer, genau. Also, lieber Lars, ich werde morgen auf deinem Kanal vorbeischauen und werde da auch, ich hoffe, ja doch, morgen müsste ich eigentlich die Zeit haben, werde ich es machen. Und ansonsten, hoffentlich, sieht man sich demnächst wieder im Stream oder wir lesen uns auf Twitter.